Ist der Schnellfahrsklave. Schnell fahr dahin, schnell fahr dahin. Schnell, 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 Papa, schnell. Schnell zum Geburtstag. Ja, vielleicht möchte Papa auch einfach nur sagen, guten Morgen, liebe Leute, wir sind hier im Auto unterwegs. Ja, jetzt gleich los, bei der los, Schule. Ich muss zum Theater. Los, los, ich muss zum Theater. Ganz genau. Gerade gab's wieder ein Lebensmino auf der Autobahn. Eine Autobahnauffahrt. Wollte der auf die Autobahn auf. Und da kam er 40 Tonner an. Und der kann ja auch so schnell nicht bremsen. Und der verklingelt, wie er ist, hat er noch schnell Gas gegeben und wollte vor dem noch reinhuschen. Also der war ja schon neben dem. Aber er wollte vor dem noch rein. Also Leute, ey, der hat hier gebremst und gehupt und dann neue Fahrguttransporter, also mit Kraftstoff drin und allem. Alter, am liebsten will ich raus. Ich bin hinter dem gefahren. Ich dachte, wie bescheuert kann man sein? Der du. Also, was das für eine Katastrophe gibt. Stell mal vor, das Ding im schlimmsten Fall überschlägt sich, läuft aus, fängt Feuer. Alter, was das für Tonnen von Kerosin mitten auf dem Tempelhofer Damm. Brennt, da hast du ordentlich viele Tote. Wegen so einem Idioten, der so einen Scheiß. Also. Da verschlägt es einem glatt die Sprache. Ich habe mich schon vorhin gesetzt und hab der LKW-Fahrer. Und dann, das schaffst du noch. Und dann regt er sich noch drüber auf. Der bremst und hupt und macht und tut, wa? Der LKW-Fahrer. Und dann bremst er den auf der Autobahn aus auf fast null. In dem Moment dachte ich, jetzt muss ich raus, jetzt muss ich den rausziehen und muss dem in den Kellen oder was. Das kann doch nicht wahr sein, Alter. Bremst ihn doch fast null auf der Autobahn, denn aus. So ein Zigeuner war das da drin. Ich dachte, Fauler. Ich habe mich schon vor dem gesetzt. Ich dachte schon, jetzt nehme ich eine Zange mit dem zusammen und dann kannst du ja auch nicht machen. Das ist ja genauso gefährdend. Aber ey, das hat mich so aufgeriecht gerade. Ich meine, ich fahre ja hinter. Alter, der baut einen Unfall wegen dem Pfosten oder so, der weiß nicht, wo er hin soll. Kippt um, läuft aus, alles brennt. Hatten wir schon mal, ihr habt schon mal sowas, wo so ein Tanklastzug, weiß ich gar nicht, war auch ein ganz schlimmes Ding, Alter. Wenn er erstmal sitzt, das läuft ja überall hin, das brennt überall, das Ganze, das kriegst du nicht mehr. Unglaublich, was für ein Pfosten, ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll dazu. Unglaublich, ey. Fahrt bloß vorsichtig. Legt euch doch nicht mit LKWs an. Fällt mir nicht mehr zu ein. Muss man sich mal vorstellen. Mit so einer Nuckelpinne da. Mit so einem kleinen Matzer oder was. So ein ganz kleines Ding irgendwie. Ich hoffe, der LKW-Fahrer notiert sich da die Nummer von dem und zeigt den an. Wegen Gefährdung im Straßenverkehr.
das Ausbremsen hinterher noch. Ich meine, dass man mal vielleicht einen LKW übersieht, was er nicht hat, weil der ist ja neben dem gefahren und ist dann noch schnell vor dem Rennen, obwohl vor dem LKW ja auch jemand gefahren ist. Dann ist sich da voll gedreht. So dass du als LKW-Fahrer, wenn du da oben siehst, sitzt, siehst du den ja quasi gar nicht mehr vorne dran. Man wundert sich immer über die Videos manchmal aus Russland oder was weiß ich woher, woher auch immer, wo vorne dran an dem LKW noch so ein kleines Auto klebt und vor dem hergeschoben wird und die kriegen das ja nicht mit. Genau so was ist das. I know so was. Naja, wie auch immer. Ich habe mal genug aufgeregt jetzt gerade. Das war schon wieder mein Highlight des Tages sozusagen. Oh, war das ärgerlich. Nicht so dumm denken. Da macht er irgendeine dumme Bewegung, der LKW-Fahrer, und so in dem Schockmoment, wo dann auf einmal von der Seite einer rinballert und er sieht es ja nur so und schon ist der große verheerende Unfall da und alle fragen sich wieso, weshalb, warum und der fährt am Ende vielleicht sogar noch weg denn. War ja nicht, war ja nicht. War dran schuld, Verursacher, aber nee. Nicht mit mich. Ja, da wollte ich noch mal eins sagen, vielleicht zum Thema mit den Vlogs. Da kam mir jetzt heute Morgen halt eine Nachricht gelesen und so, dass es schön gewesen wäre, diese Reparatur zum Beispiel ganz drin zu lassen, na, mit dem Kabeltausch und so. Das stimmt, klar, das wäre schön gewesen. Aber ich sag euch ganz ehrlich, ich sehe ja, das war ja recht am Anfang des Tages noch, ne? Die Reparatur. Und dann sehe ich, ich habe hinterher auch nochmal das Ganze durchzuschneiden. Und ich schneide schon 2 bis 3 Stunden. Das ist meine Schneidezeit so. Die ich brauche pro Tag. 2 bis 3 Stunden. Und wenn ich am Anfang des Tages für so ein Video brauche ich locker, also allein für diesen Abschnitt bräuchte ich locker 1 Stunde, den zu schneiden. Da bin ich nochmal 1 Stunde später unterwegs, als wenn ich das so Zeitraffer gemacht habe. Das war einfach Effektivität. Und manchmal hat man ja Videos, so wie gestern zum Beispiel jetzt in dem Vlog, da hat man ja Videos, die sind ja geil. So, die sind ja schön dennoch. Da habe ich dann extra nochmal ein bisschen Zeit oder so, weißt du? Da kann ich dann nochmal so ein Video machen wie zerlegen Kugellager oder so. Und manchmal kann ich jede Reparatur in Echtzeit reinnehmen. Also, naja, das Wolle drin ist mit seinem. Wie schon gesagt, das ist halt so. Da gibt es halt Fans, die finden Wolle gut. Da gibt es halt Leute, die interessieren sich eigentlich auch nur für unser Familienleben. Und dann gibt es die Leute, die interessieren sich für die Fahrradgeschichten. Und für allen ist ab und zu mal was dabei. Also ich muss sagen, dass natürlich nicht jeder Vlog für jeden was ist. Also ist auch nicht böse gemeint von mir. Ich war einfach nur aus zeittechnischen Gründen einfach, wenn ich jemanden gehabt hätte, der mir das Schneiden abnimmt, denn bei sowas zum Beispiel, bei dieser Reparatur, dann hätte ich das sehr gerne abgeben und dann hätte ich sehr gerne ein extra Video davon gemacht. Also ist ein Brief. Mensch, Patrick, Geburtstagsbrief ist da. Okay. Und alle aufheben, nicht löschen von den Nachrichten her. Ganz wichtig. Ich habe auch alle gefilmt, wie ich den Zettel angehangen habe, dass ich melden soll, dann hast du die SMS bekommen von ihr. Das ist alles wichtig. Der hängt sich da halt voll drin. Und dann auch bei einer Adligen, naja. Einfach schon aus Prinzip. Ich kann ja mal gucken, ich habe die ja noch nie gegoogelt. Ne? Mhm. Ein bisschen jünger. Tochter eines Spiegelredakteurs. Die lebt halt sorgenfrei. Die muss sich um mich kümmern. Weißt du? Das geht halt nicht. Ich muss mich um was kümmern. Okay, guten Morgen, liebe Leute im Laden. So, das hier ist der Scheck. Das ist ein Scheck-up komplett. Den macht der Praktikant. Ich habe jetzt schon vorbereitet, hier alles abgebaut. Aber damit ich denn, ich weiß ja nicht, ob überhaupt was zu tun ist, damit ich dann was habe. Und jetzt hat er bis Samstag Zeit, kann der das machen, in aller Ruhe. Ich kümmere mich indes um ein Checkerpick, Checkerlach. Und mein Checkerpick, was sich wohl schlecht anhört.
Hinten der Freilauf. Der Zingelspätritzel. Muss ausgetauscht werden. Ja, das machen wir mal. Ich baue mal das Hinterrad erstmal aus und dann sehen wir uns hier am. An der. Ihr wisst schon. Am Schraubstock. Ach Mensch, ey. Der war Domine, du. Ja, was soll ich sagen zu dem Thema Fahrrad? Mietrad ist weg. Ja, es ist natürlich immer noch weg. Und natürlich kam sie nicht vorbei und hat sich um eine Klärung bemüht. Das ist sehr, sehr schade. Na, auch mein Zettel, auf meinen Zettel hin hat sie immerhin einmal zurückgerufen und dann eine Nachricht hinterlassen. Ja, also hat einfach hat nicht auf der Mailbox, aber auf eine SMS zugeschrieben. Ne? Und in der steht, dass sie schlafen geht jetzt. So, gut. Okay, alles klar. Dann habe ich gestern noch gewartet, weil ich dachte, naja, dann kommt sie vielleicht einen Tag später. Kommt sie einfach vorbei. Ne? Kam sie nicht. Heute Morgen, jetzt. Also gestern Abend habe ich sie dann noch angerufen, ne? Weil ich dachte, naja, jetzt noch 2 Stunden vor Feierabend ungefähr habe ich sie angerufen. Habe gemeint, na Mensch, dann könnte ich ihr ja sagen, sie hat noch 2 Stunden Zeit vorbeizukommen. Mailbox. Ja, nicht gemeldet. Nicht erreichbar. Heute Morgen jetzt kriegt sie eine, hat sie von uns eine SMS bekommen, in der steht jetzt final, letzte Chance, das zu klären ist heute für sie. Ansonsten müssen wir halt über Polizei und Anwalt gehen. Ja, also das wäre halt doof. Aber was soll man machen? Das Problem ist jetzt, wahrscheinlich, ich werde das Rad ja nicht wieder kriegen. Ich werde das Rad nicht kriegen, ich werde das Rad auch nicht ersetzt kriegen, vermutlich. Aber was man machen kann ist, ich habe mal nachgeguckt im Internet. Diese gute Dame ist bekannt. Und vielleicht interessiert sich ja auch die Presse dafür. Wäre ja auch was. Und vielleicht kann man darüber, kriegt man darüber wenigstens was. So ein bisschen was hin. So, also die Griffe möchte ich auch hier wechseln haben, weil die lösen sich auch wieder in so einem Kork-Gemisch, Gummigemisch. Ne, die sind ja wirklich, die sind ja wirklich oil. Komplett offen, ne? Ja, das war ganz kurz zu der Situation. Ganz kurz ist gut, wenn wir da was drüber erklären, sind wir alle sehr lange, aber so bin ich halt. So, dann schauen wir uns das mal an, was hier verbaut ist. Ritze da runter, auf alle Fälle. Ein Monsun-Ritzel, was auch immer das ist. Monsun. Ein Problem habe ich. Wie und womit soll ich dieses Ritzel jetzt hier abbekommen? Warum zur Hölle? Ist das ein Einmalritzel? Es gibt keinerlei Aufnahmen. Ich kann es nirgendwo greifen. Wie soll ich das abbauen? Ne? Nix. Was macht man, wenn man so ein Ritzel hat? Was macht man denn? Also wenn einer eine Lösung hat, darf er mir auch gerne mal einen Tipp geben. Also ist ja nicht so, wie gesagt, ich weiß auch nicht alles. Ich würde da jetzt mit purer Gewalt dran nehmen. Wird einfach hier fett einspannen, bis es kommt. Also erstmal zerlegen, einspannen. Gucken wir uns gleich mal Monsunritzel von innen an. Machen wir das auch mal. Ne? Monsunritzel von innen. Achtung, ich beginne. Das packe ich hier erstmal beiseite. Ja, fahrradspezifische Informationen gibt es nicht so viele, aber hier seht ihr eben alle. Ne? Alle, von allem so ein bisschen. Sagen wir so, nicht alle, aber von alles, von allem ein wenig. Sagen wir mal so. Ja.
Okay, habt ihr gesehen? Ich habe sie geöffnet. Schraub's ab. Im Uhrzeigersinn schraubt man es auf. Vielleicht können wir das ja auch warten. Mensch, Leute, was denn los? Schaut euch das mal an. Gleiche Problem, alle Lager, alle billigen Lager sind einfach mal nur so. Und die Kugeln sehen so aus. Man könnte doch auch das ab und zu mal fetten. Tut doch kein weh. Also finde ich. Das Problem ist natürlich, jetzt ist es durch, ne? Also jetzt ist es wirklich. Nehmen wir mal ganz, ganz locker. Ich pack erstmal den Ring hier weg. Jetzt soll man nicht wackeln. Das ist der obere Lager. Ring. Das ist die eine Seite. Und dann haben wir noch eine andere Seite da. Und die sind alle ausgewaschen. Die sind komplett ausgewaschen. Ja? Kriegt man aber alles wieder hin, mit viel Liebe. Gute Laune. Um Gottes Willen. Da. Jawohl. Finish, finish. So, ich wollte mich ja nicht so lange aufhalten damit. Also, den Ring ab. Tja, und jetzt die Frage, wie kriegt man das ab? Also natürlich, eigentlich ist der ganz simpel. Jetzt machen wir auch noch, das sind zwei Klinken hier drin. Das ist natürlich schon mal gut. Klinken raus. Ja, die Klinken hier raus. Also alle zerlegen. Alles einfach mal zerlegen. Kann man ja machen. Alles gut und schön. So, wie kriegt das Ding jetzt hier ab? Also es gibt ja wirklich hier, auch hier drinnen, gibt es jetzt nicht wirklich irgendwas wie so ein Halter oder so, wo man da packt da ein und zieh mich ab. Die Single Speed ist ja auch ordentlich fest, darf man auch nicht vergessen. Ich probiere es mal mit einer. Mit so einer Zange hier. Und da lag tatsächlich noch eher. Achtung, ich probiere. Aber du hast es nicht gedacht, das ist nicht der offizielle Weg. Jo, also wie gesagt, man kann es zerlegen, man sollte sich ein Tuch unterspannen, damit man diese ganzen Murmeln hier nicht verliert. Hier ist noch eine. Schön. Zack, genau, passt.
Und den habe ich hier verloren, jetzt gerade eben. Ich Idiot, ich Trottel. Naja. Wie auch immer. Und dann kann man eben das Ding auch nehmen, neu fetten, zusammenbauen und fertig. Also, aber was für Freaks, also das braucht man nicht. Also, das ist jetzt so ein Teil, kostet ja nicht viel, ne? Bloß jetzt wissen wir mal, wie es funktioniert. Du kannst es nur einmal aufschrauben und du hast keine Chance, eigentlich das auseinanderzubauen, außer wieder runterzubauen, außer du baust es auseinander und hast dann hier, wenn du Glück hast, so eine Zange noch hier. Die kostet ja auch ein bisschen Geld. Ich glaube, hier die Hosan aus Japan, die C oder G, was ist das? Nee, 0-208. Kostet bestimmt auch 40 Euro oder sowas. Gute Qualität, gutes Werkzeug. Feine Qualität. Mal schauen mal, was wir haben. Hallo. Hallo? Du bist doch nicht alles nicht da. Doch, ich hab zu tun. Ach so, tun wir. Auch nicht. So, los, komm schnell, Nachrichten. Schnelle Presse. Hat ja beim Fußballstar Metzeler. Schon wieder, erst der andere Ex-National Metzeler, LKA verhandelt auf dem Gelände der Sportschule Hameln. Ich hab jetzt nicht ganz so viel verstanden, oder mal? Ex-Nationalspieler Christoph Metzeler in Begleitung von LKA verhandelt auf dem Gelände der Sportschule Hennef. Kinderpornografie, ja. Verdacht. Was ist das denn für hier? Philipp, wie meldet das? Philipp, wer ist das? Wer wird Kielkart Felix? Gestern? War er nicht da gestern? Tja. Hier war? Meldet ja, aber ach, warte mal, da stand noch was. Eine Sache, stand da noch? Neue Freundin hat er nicht gebracht, ja. Ein 14-Jähriger hat im US-Bundesstaat 5 Mitglieder seiner Familie erschossen. Ach, ey. Drei Tote bei Gondelabsturz. Ach Gott, ach Gott. Ist er nur tot. Ja, ja. Die letzte Seite ist gepflastert mit Tod. Ja, Felix war gestern kurz da, wollte Geld holen. Habe ich ihn aber weggeschickt. Geld holen? Bei dir? Oh. Nein, weggeschickt. Wollte ich nicht. Moin, moin. Nein, weggeschickt, weil ich hab kein Geld. Hab selber keinen. Achso. Ist doch richtig, was der macht. Die kommen alle, wo sie Geld holen, was verkaufen. Ja. Naja, was verkaufen? Naja, der wollte einfach nur Geld holen. Naja, der wollte 10 Euro haben. Einfach so. Ich sag, kann ich dir nicht geben, mach selber kein Geld. Hilft halt nicht. Naja. Und ist ja auch nicht gut so. Naja, so. Ja. Gestern Abend auch. Ja, ich war gerade beim Waschen, kurz vor 7. Ich hatte bei meinen Freunden angestellt vor hier. Auf einmal Alex, der und der. Also, kurz davor stand er immer wieder vor der Tür mit seinem weißen Fenster. Da fängt er an, mit seinem Alarmanlage zu fummeln. Wer? Ja, der Grieche. Ja. Mit seiner Alarmanlage? Ja, hat der Alarmanlage. Piept immer. Hat er das Seil angefasst, piept. Ach so, bei dem? Ja. Das war das, was gestern Abend so gepiept hat? Ja. Ist ja widerlich. Ja. Okay. So. Hallo. Ja, ich passe. Ja, jetzt kannst du nicht weiterarbeiten. Hallo. Ja, ich muss. Naja, ich will was im Moment. So, ja. Ich hab die Fenster aufgemacht, da kommt Mütter vorbei. Und Scheiter, ja, wir haben mein Fahrrad geklaut und mein Schloss aufgebrochen. Und ich denke, ich geh mal gucken, ich mach jetzt mein Fenster, guckt der mich an. Ich hab gedacht, nun dachte ich, jetzt kriegt der Millionen wieder. Ja, und? Ja, hat er nicht gesagt. Hat er weiter gefummelt und wieder gefummelt. Und ich piepte immer noch und dann ist er vor Wut da oben gegangen.
Der war betrunken wieder. Ja, bestimmt, der war besoffen gewesen. Ja, logisch. Lass ihn mal. Da hat er auch am Montagabend hat er auch hier so ein Ei oder so einen Kopf hier gehabt. Und dann gehst du ja. Da hat er so ein Fahrradkopf in der Hand gehabt. Witzigisch. Ja, ist eine. Da hat er Luft da rein. Wonder Woman. Ha? Wonder Woman. Sucht er sein Fahrrad, ja. Hat er gedacht, ach, zum Quatschen, ne? Immer, ja, ja, ich immer. Also, ob der, ich weiß ja, was los ist. Der steht genau mit seinem Rad, mit seinem Mutter hinter Alex. Hinter den sonst kleinen Stücke. Und die kompensieren sich jenseitig. Ach, so alle Schwachsinn. Weiß ich ja, der versucht irgendwie so auf den Bomben zu provozieren. Also, provozieren. Ja, aber ob das bei mir ist oder bei ihm ist oder so weit, ja. Ich sag mal, muss das voll sein. Wenn er von den Beinen mal richtig den Rad und den Motorrad umkippt, der oder der, dann haben sie Spinnen in der Haare. Dann, ach, danach ist man wieder. Gut, Wolfgang, ich mach mal weiter. Das ist ja alles Kinderkacke da. Die musst du ja nicht beachten. Ach, ich mach die hoch. Ja, deswegen. Na ja, gut. Leg mal weiter. Muss mal gucken. Bis später. Vielleicht kommst du nachher vorbei. Na ja, komm wieder nachher. Alles klar. Bis denn. Ich warte ja wohl auf ein Köpfchen von Hermes, wenn einer kommt vor Mittag. Wisst ihr, ich hab mir was bestellt. Ah, okay. Na ja, da kriegt ihr ein paar kleine Sachen. Ja. Ja, na denn. Gut. Ich hab ein Guthaben, war jetzt im Garten, war. Ja. Ich komm nach Hause, hab Post gekriegt. Ja. Und mein Strom im Garten, 126 Euro Guthaben. Ja, siehst du? Hab ich das verbraucht. Naja, das verbraucht, ich hab nur Rasen. Wahnsinnig mit so Strom, ja. Nicht einer macht, der dich schon krass wieder ausgemacht. Guthaben ist Guthaben, ist ja schön. Ja, aber wird man schenken. Musst du im nächsten Jahr sparst du denn wieder? Ja, klar. Alles klar. Bis später. Jo. Naja, Wolfgang, die alte Quatschtasche. Da muss man nochmal abwürgen, manchmal so ein bisschen. Weil sonst raubt er mir eine halbe Stunde Zeit. Die habe ich nicht. Ich habe keine halbe Stunde Zeit. Ich gebe meine Schuhe so schon mit Tünef ab hier. Tünef. So, Achtung. Um das Ganze kurz zu machen. Eigentlich ist es ja darum. Das Abschrauben, das haben wir jetzt gemacht. Ja, ich habe es abgeschraubt. Jetzt kann man hier, ich weiß nicht, womit die rechnen die Leute, die Hersteller, wenn die so weit aufschrauben, dass das hält, einmal das ganze Rad hält so lange wie ein Ritzel, oder, verstehe ich nicht. Ist, wie auch immer, das Lager ist gut, also die fällt mir sehr. Das läuft richtig gut, das Lager. Ja, ist wirklich toll. Qualitativ ganz gut. Industrielager übrigens, Industrie, auch selbst gedichtete Industrielager, kann man auch aufmachen und nachfetten. Könnte man auch. So, gucken wir das. Jo, dann hol ich mal einen 16er Ritzel. Und so, der größte Unterschied hier ist halt, du hast hier eine Aufnahme und kannst es einfach damit abdrehen wieder. Abdrehen. Du hast extra einen Abzieher für von Stormy Archer. Dann kannst du es abdrehen. Ganz einfach. Nothing special. Und du kannst es auch aufmachen und nachfetten. Und wir machen es gleich mal auf und schauen mal, wie die Vorfettung ist überhaupt. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also. So, gucken wir nochmal. Stormy Archer. Wie die aufgebaut sind. Also noch ist ja Fett drin, merkt man ja. Hat auch so gut wie kein Spiel. Erstmal. Ah, genau. Also, wir schrauben auf. Das System ist ja überall gleich. Jetzt darf ich keine Fehler machen. Und siehe da, ich krieg die Krise.
Ich weiß halt tatsächlich nicht, ob das Programm ist, aber da ist eine Nullfettung drin. Da ist null, 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 null Fettung drin. Muss das so sein? Ich mache hier jetzt ein bisschen Fett drauf. Nur hier, so ein ganz bisschen. Mir ist schon bewusst, dahinter sind die Klinken und die dürfen nicht verfetten. Aber man muss doch hier Fett drauf machen können. Da muss doch Fett drauf. Hier ist ja so gut wie nichts drauf. Wie lange sollen das halten? Also, ich weiß, wie lange das hält. Von jetzt bis gleich. Jetzt haben wir die Dichtscheiben auch. Die sorgen ja dafür, dass man... Das gleiche ist von unten natürlich auch. Jetzt nehme ich aber unten nicht auseinander. Aber hier habe ich Angst, tatsächlich. Also, wer die Dinger so verbaut, der sorgt auch dafür, dass sie nicht lange halten. Das ist halt wirklich... Normalerweise müsste das auch was natürlich ins innere Lager. Da müsste auch was drin. Na gut, haben wir uns mal ein Stormy Archer Lager angeguckt und wir haben uns ein Monsoon Lager angeguckt. Das mache ich gleich auch nochmal fertig. So, ich denke schon. Ach komm, egal. Aber da ist es doch kein Wunder, dass diese Kugeln ausglühen. Also ist ja auch normal. Ohne Fett werden die Kugeln heiß, wenn sie drehen, und glühen aus. Ja, was soll ich sagen? Läuft sich so ein, ne? Ja gut, fertig. Erstmal. Yay, die Anwesenheitsliste für meinen Praktikanten. Die muss ich ausfüllen. Die hänge ich mal hier hin. Die habe ich vorne hängen gehabt. Bin ich gespannt. Bin gespannt. So, ich wollte weitermachen hier eigentlich mit dem. Ich bin der Lagermensch hier, Lober. Das habe ich schon ein bisschen sauber gemacht hier. Kann man, glaube ich, ganz gut erkennen. Ja, hier ist noch ein bisschen Grind drin. An der Klinke. Dann mache ich jetzt mal auch die Klinken sauber. Mini-Klinken, Mikro-Klinken, okay. Das ist wirklich nur für kurzen Gebrauch gedacht. Oh Gott, ist die eingerottet. Oh, die hält ja kaum noch was. Könnt ihr das sehen hier? Fast durchgeschliffen hier an der Stelle. Das ist jetzt alles nicht. Das ist Schnullibulli ist das. Da wird hier eingehangen. Läuft aber auch nicht schön. Läuft nicht schön, kratzt. Na gut. So, ich versuche die mal aufzusetzen hier neu. Die Kugeln. Hier unten. Oder eben halt hier drin. Setz die Lobe hier rein. Dazu mache ich das erstmal sauber. Okay, machen wir hier Fett rein. Boah. Tja,
Na, viel jetzt. Murmeln. Tatsächlich fehlen halt Murmeln. Ich baue es jetzt einfach mal so zusammen. Ne? Ja. Dann kommen die guten Scheiben. Die sind ja auch hier. Die sind natürlich hier schon abgelaufen, deswegen haben sie ein bisschen Spiel auch. Die so ein bisschen die Klinken schützen. Dann kommt wieder Fett hier oben rein. Okay, pass auf. Wo ist diese Kappe zum Zuschrauben? Wenn die so schusselig wäre, wenn immer alles verbummeln würde. Benötige aber immer noch diese Monsunabschlussgabel. Okay. So, also, das sind die drei Scheiben. Ich mache das jetzt nicht perfekt sauber oder so, ja. Also wie gesagt, die müssen wir natürlich richtig sauber machen. Vielleicht auch noch mal ein bisschen Fett dazwischen, dann hier ruf. Denn das Ding hier, das bürste ich aber noch ein bisschen ab, auf alle Fälle. Das mache ich noch ein bisschen sauber. Ja. So, hab ich. Na siehst du, tak, 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 tak. Monsun. Also, jetzt muss man es eigentlich nur noch zuschrauben. Dafür muss man Asiat sein. Um mit gleich hinzukriegen. Ansonsten reicht auch Europäer. Jetzt verschraube ich das mal richtig. Mal gucken. So, ist wieder gut, ne? Also, ist genauso gut wie vorher. Hat ein bisschen Spiel hier. Das kommt davon eben, dass die abgelaufen sind, die Lager. Aber man kann es jetzt einbauen, wieder. Ist gefettet, so wie es noch nie gefettet war. Monsun. Ja, fertig. Das war's. Mensch. Und nur anderthalb Stunden hier dauert alles. Mit Unterbrechung. Okay. Aber wie gesagt,
Alle Lager kann man zerlegen, wurden ja auch mal zusammengebaut irgendwann. Sind mit Sicherheit dafür nicht gedacht, aber Fazit ist, hier drin, die Lager sind abgelaufen. Die sind auch schon stumpf, die Kugeln. Hier drin ist die Feder nahezu gebrochen, die die Klinken steuert. Und lange hält es nicht. Ja, also so lange wie jetzt geht's, aber dann irgendwann blockiert es und das war's. Wow, das war's. Kleiner Einblick in die Lagerwelt. Mika springt. Nein, ich küsse dir nicht. Hol dir was. Nein, zu seinem Hol. Los, hör auf. Mann, ey. Das ist er hier. Kannst du mir die Reifen hier mal mitbringen von da hinten? Dankeschön. Marco. Für mich war das jetzt bei Kofers eingepackt. Naja, für mich ja nicht. Ich hab mir gedacht, der hat gesehen, aber irgendwie wird er dann noch. Ja. Und ohne Scheiß, der ist dann los, hat das Z wieder eingepackt. Ja. Ist dann losgedackelt und dann kam er 5 Minuten später wieder und sagt, ah, komm, nimm. Keine Ahnung, okay, da will ich nicht. Unglaublich. Auf gleich mal. Schöne Fahrer, wenn ich komme, siehst du? Dann wird er hier und eine schöne Fahrer, ja. Mhm. Ja, war gestern schon mal da. Was so? Na, Tommy. Bonanza, aber in schön. Bonanza in schön? Ja. Na ja, das kann ich mir nicht leisten. Schön schwer. Ja. Armer Mensch. Da fängst du mit dem Reifenheber. Hm? Das ist so. Hast du gelernt, jetzt nicht irgendwie hüpfende Menschen anzuquatschen am Feuerzeug? Ja, bedien dich doch einfach. Ja. Ist ja alles da. Ja. Gut, wir legen den auf der Orgel. Viel Spaß noch. Wir sehen dich. Danke, danke. Schönen Gruß, ja. Ciao. Ja, mach ich. Schönen, ja, schönen Gruß. Noch. Ja. Joa. Bring erstmal die Sachen, glaube ich, rein, dass du jetzt. Na okay, dann kommst du dann hinter oder ja, runter? Ja, dann bring ich dir. Oder nicht, ja, was? Wie, Essig alleine? Ich muss ja Skadi noch reinbringen. Ich bring dir dann eine Gabel. Also ich esse jetzt nicht alleine. Also du bist alleine, aber ich komme zu dir. Jetzt los hier oder nicht? Naja, mach doch mal. Wieso macht das? Du musst doch mal reingucken. Achso, du so, machst doch ja nicht. Du isst ja auch nicht. Ganz lässig sogar. Ja, eine leere Flasche USC. Ich dachte jetzt. Was ist denn hier drin? Was hat mir die Mutti denn da mitgebracht? Die Schuppe. Danke. Ja, ja. Guck mal rein. Ins Brötchen? Auf die Rechnung, okay. Ach, Mann, oh, wie langweilig. Ist das ein Burger? Oh. Lecker, lecker, lecker lach. Kann man dazu nur sagen. Na gut, aber auf alle Fälle hier. Heute das Doppel. Du Woppel. Zweimal? Was, zweimal? Ich glaube, ich würde von jedem zwei. Ich würde den Schlafdamm nur einmal mitnehmen. Wieso? Ist das rationiert neuerdings? Weiß ich nicht. Oder siehst du so danach aus? Oh, jetzt kommt die schon wieder. Ja, wollen wir ja nicht, dass sie so viel zunimmt. Wir denken sich, kann ich das überhaupt bezahlen? Genau. Es ist die mit den 5 Kindern. Hat sich schon rumgesprochen in Köln. Die Deutsche mit 5 Kindern. Und das ist die Einzige. Und die Mutter hat auch 5 Kinder. Hm? Ja, im Kühlschrank. Den Kern muss ich lutschen. Das ist dein Eis gleich integriert. Ja. Mit dem Eis. Meinst du an Nutzen? Ja, was? Oder? Ja. Dann. So, was ist das von mir? Sehr gerne. So kurz? Ja? Der ist doch noch ja nicht. Der Mutzer. Ja. Was hast du dran? Wie, was weiß ich, war am ja. Samstag, na sag mal. Ja. Achso, ist noch kein Zettel dran, wa? Sonst wüsste das ja jeder. Finden wir schon noch Pausen. Wa? Was? Für ein paar Kinder mehr? Ja? Du, ich animiere ihn gerade.
Hä? Wie blöd? Jetzt nicht zugucken. Komm, Tommy, komm. Ja. Na gut. Komm gleich wieder. Auch nicht lange. Ja. Oh, schön, ja. 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 Ja, Schoketten von Ja. Nee. Janzer Mandeln. Janzer Mandeln. Mandeln. Nee, 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 Tommy. Ich sollte mich vielleicht nicht bei anderen Leuten einmischen und da mal einen geistigen Input dazu geben, weil dann ziehe ich sowas wieder an oder so, keine Ahnung. Ach, du meinst bei mir? Ja, bei dir oder bei anderen. Ich bin ja immer gerne so freundlich und leih meinen Kopf auf oder meine Gedanken aus. Um eine andere Perspektive zu. Ich werde damit auch nicht aufhören. Aber jetzt, wo der Arschloch. Das Arschloch. Also, wie Arschloch her? Er ist ja eins und er hat auch eins. Zwei. Ja, ja. Das Arschloch, was mich nervt, ist nicht sein biologisches. Ist ein Ding. Kann man die essen komplett? Wahrscheinlich, ne? Das kann man essen. Hallo. Ja. Tja, schönen Feierabend, liebe Leute. So, sage ich jetzt mal hier. Oh, 20 nach 9. Ich muss nach oben. Also, bis dann. Macht es gut. Ciao. Wir sehen uns morgen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich hoffe, es war auch wieder ein informatives Video heute für euch. Manchmal sind es Langeweile-Videos, manchmal sind es auch informativ. Heute Daumen hoch für informativ. Das war wirklich gut, denke ich, heute Morgen. Mal gucken, wie ich sie geschnitten kriege. Also bis dann, ciao. Sagt Tommy.